Hallo und herzlich willkommen beim Sat1 Frühstücksfernsehen. Herzlich willkommen, hallo. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Flückhof, wieder mal, kennt ihr schon aus dem Fact-Review. Dort drehen wir heute mit dem Sat1 Frühstücksfernsehen. Relativ entspannter und vor allem entspannter, spannende Sache. Also, die Jungs wollen irgendwie einen Beitrag über Fleckenentfernung drehen. Da haben sie mich, oder beziehungsweise Matteo, das ist der, und mich gefragt. Ich kenne nämlich noch jemanden oben, der bei Sat1 arbeitet, mit dem ich früher aufs Gymnasium gegangen bin. Ja, und da werden wir heute mal den Leuten da richtig auf den Zahn fühlen, vielleicht mal so ein bisschen auf den Sack gehen, wie eigentlich so ein TV-Beitrag entsteht. Oakley ist wieder mit am Start. Und dann sehen wir uns auf der Strecke. Check, check, 1, 2, 1, 2. Adios. Ne, wir sind jetzt angekommen. Wir haben das. Ja, also kann es dann losgehen. Wir ziehen uns um, oder Matteo? Wie sagt man? Heavy Metal in the Kettle? Oh, ja, Alter. Life is short. Stand it. Hallo Marcel. Wir kreieren hier gerade ein Bild. Hallo. Hallo. Mit was filmt ihr hier? Videokameras. Ja. Sony FS5. Was kostet so ein Ding? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Matteo. Ja? Der Kameramann konnte mir nicht sagen, was eine Kamera kostet. Weißt du es? Ja. Ist ja vom Fach. Richtig. Die kostet aktuell, ich weiß nicht, ob es die Mark 1 oder Mark 2 ist. Aber die Mark 2 kostet so um 3,5, glaube ich, oder 4.000 Euro aktuell. Also Spielzeug. Also Spielzeug. Ja, nicht nur Redakteur, sondern Regisseur auch. Regisseur. Habt ihr eigentlich auch eine Maske bei oder das passende Puder für uns? Puder habe ich bei, tatsächlich. Tatsächlich? Ja, ich habe sogar Wattepads und Puder habe ich dabei, klar. Also, man das sieht man nachher alles im Licht hier, wenn das glänzt. Und das sieht scheiße aus. Geil. Heute haben wir tatsächlich einen aufwendigen Dreh, weil wir drehen ja mit euch zum einen die Motocross-Strecke, also wie ihr quasi durch die Gegend fahrt, aber auch die Fleckenentfernung mit Hausmitteln. Das ist schon ein bisschen länger. Also wir brauchen für die Actionbilder ungefähr so 2-3 Stunden und auch für den Test an sich, wo ihr ja dann quasi testet, auch so 2-3 Stündchen. Okay. Also mindestens 6 Stunden. Ich denke aber eher, es werden 8 heute. Habt ihr Armbrot eingepackt für uns? Nee, aber hier gibt es eine Tanke um die Ecke, ne? Und Schnitt, wie lange dauert das so bis so ein... Also ich habe morgen einen Schnitt um 12 gebucht, da habe ich einen richtigen Video-Editor neben mir sitzen. Okay. Das ist so ein großer Schnittraum, da ist wirklich ein riesen Tisch. Ich sitze links, er sitzt rechts und dann schneiden wir auf Musik quasi und es ist so zusammen, wie wir lustig sind. Geil. Das wird irgendwie ein ziemlich langer Tag heute. Es wäre vielleicht nie gut gewesen, mir das T-Shirt, das weiß ich auch gleich ganz am Anfang zu geben. Matteo, bevor wir anfangen, ist es dreckig. Matteo ist nämlich immer wie so ein kleines Kind. Wird schnell dreckig und geht viel spielen. Machen. Ja? Ich drehe das nicht um, der hat da gerade hingestellt. Ach so, stell mal vor hier das Zeug. Also wir haben hier... Obwohl, der ist ja kein Produkt, ne? Ja? Kleinen Moment. Valin, Glycerin. Das macht mich, das ist glaube ich chemisch, macht mich kaputt. Dann haben wir hier Heidmann Pur, reine Zitronensäure. Würde ich sagen, macht mich auch kaputt. Ach so, das ist ja alles Hausmittel, das macht mich quasi wieder sauber. Na, wobei, das hier könnte schon... Spiritus? Trinken, ja, Wahnsinn. Trinken solltet vielleicht nicht. Spiritus, okay. Und dann haben wir hier noch einen Frosch. Frosch. Limonenspülmittel. Limonenspülmittel. Was ist das? Das ist für den Schnaps danach. Ist da Jas drauf? Echtes kölnisches Wasser, Alter. Wasser? Wie Prozent hat denn das Wasser? Echt kölnisch Wasser. Na, schönes Ding. Mal euren Opa, der kennt das nicht. Dreh den mal wieder zurück. Ja, scheiß drauf. Wenn am Anfang vom Dreh schon gefuscht wird, sehe ich kritisch. Ich könnte hier doch mal kurz so ein krasses Projekt von dir einblenden, oder? Doch, das machen wir. Zwei ab. Und Schnitt. Hey, Oakley! Ja! Jetzt muss ich ein bisschen ruhig. Und dann hier ganz langsam. Du hast hier. Weiß nicht. Also rein aus. Siehst aus wie ein Geist, Junge. Ja, das ist echt so viel. Das ist nicht dein Hautton. Nee, aber komplett viel zu hell. Wie sehe ich aus? Nicht viel besser als vorher. Hä? Warte, jetzt komm mit her hier. Spiritus, das ist auch tschechisch. Eher so in die Richtung, weil es kommt ja wahrscheinlich wieder zurück, ne? Ja, ja. Das ruhig bitte. Aber ich wollte... Und los geht's. Jo. Also, mit Spülmittel ist kein Spielzeug, ne? Da hier so viel gefallen, das sage ich jetzt nicht. Wir fangen ganz normal an mit dem Kölnischer Wasser.
Ja, was soll es denn bringen? Ja, wir haben hier einen ganz normalen Schokoladenfleck. Den würde man normalerweise abheben. Aber nein, wir haben hier das königliche Wasser. Und da massiert man ganz einfach, ganz reibungslos rein. Und schwuppsdiwupp, es ist wie in der Werbung. Zack, ist der Fleck weg. Was die Werbung verspricht, das hält die Werbung. Lazy, fort. Also Jonas, du kannst rüberkippen, aber mach nicht zu viel, weil nachher hast du ein ganz braunes Shirt. Das ist ein bisschen zu. Mir fällt es aber natürlich schnell wieder, Jonas. Genau. Wir wollen die Flecken auch rauskriegen. Ich glaube, bei so einem fetten Fleck wird es das. Ja, ey. Matteo, du müsstest dir gleich was pieksen. Oder schneiden. Hallo. Wir machen jetzt hier fiesen Schnitti. Nee, wir machen jetzt eine fiese Wunde. Also quasi so den alltäglichen Abfall produzieren. Warte mal. Den hat leider aktuell überall geheilt. Schade. Deswegen, ich habe gerade nirgendwo was, wo man jetzt aber eine kleine Kratzer machen könnte. Wir können doch einfach von hier immer aufschneiden. Ja. Und dann so ein bisschen rumwursteln. Matteo, na, hau mal richtig Rinder bis zur Hälfte der Dings. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch hier irgendwie... Mal. Ah. Oh, Leute. Du musst aber noch schnell zum Motorrad kommen. Dann. Ja, naja, warte. Okay, guck noch mal einmal in die Kamera vorher. Ja. Und dann guck mal da hin und dann wischt es ab. Okay? Okay. Abwischen. Hallo. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Ich hab keine Ahnung. Komm mal mit. Hier hängt jetzt Wäsche auf. Hätten Sie gerne eine kleine Resonanz? Ja. So, wir haben hier einmal produziert von mir, haben wir hier einen kleinen Ölfleck von diversen Schnitzels. Hier haben wir eine fiese Verletzung. Das sollte, glaube ich, Blutfleck sein. Dann haben wir hier Matschex-Produkt. Das ist Curry King. Auch Matschex-Produkt Kaffee. Und, besonders eklig, muss man nicht erklären. Spülmittel. Nur mit Fett. Nur Fett. Matteo, was hältst du davon? Abstand. Abstand? Herzlich willkommen im Fernsehen. Und jetzt habt ihr, was hast du da jetzt eingestellt? Wie viele Frames willst du haben? Wir nehmen jetzt noch ein paar Aufnahmen für, ich glaube, den Abspann oder so. Aber das ist doch nicht so gestellt. Wir sind ein bisschen locker flockig. Das wollen doch die Leute so nicht sehen. Wir sind doch hier nicht im Fernsehen. Wir sind auf YouTube. Wir sind jetzt seriös. Jetzt sammeln wir noch ein bisschen Footage für den Beitrag. Wenn man einen schönen Tsunami-Backflip. Bist du jetzt hier Freestyler von uns? Das war aber spannend! Hallo. Mal irgendwie, ihr müsst hier nicht rasen. Das geht mir nur. Ich will eher, dass ihr zusammenbleibt. Ihr seid Kumpels, die hier zur Arbeit fahren. Klingt bescheuert, ist es auch, aber Kumpels, du weißt, was ich meine. Ne? Ich will jetzt ja keine Competition oder so. Das macht ihr jetzt zwei, drei Mal und dann kommt ihr auf mich zu und haltet mich nochmal um. Fahrt jetzt einmal ein paar Mal im Kreis. Ich habe einfach mal ein schönes Zahnpasta-Licht. Ich finde auch viel Zahnpasta. Wie wir oben gemacht haben, nur dass halt einer hier steht und das Ding komplett zugelaufen. Ich will nur, dass also Matteo, wie fandst du eigentlich so den Tag? War total gut. Braucht der immer so lange? Warte, braucht immer so lange? Aber das dauert, wenn man anfängt und dann... Ah ne, jetzt ist es schon zu spät. Jetzt muss ich es weg. Das war ein herrlicher Tag. Klasse. Klasse. Abmaß. Bis zum nächsten Video. Was heißt das? Ihr wollt doch bestimmt ein bisschen fahren, oder? Also ich frage, ich hab keinen Bock mehr. Ich will doch mal los mit dir. Immer erst super excited, das kommen wir hier, kommen wir mit meiner Kamera noch mal kurz ran. Das muss ich noch mal kurz loswerden. Ein Matschig ist immer super, also super excited. Dort immer wochenlang, oh, jetzt gehen wir Motorrad fahren und allen drum und dran. Und dann sind wir da. Erste Runde, voll ausgefahren, macht voll keinen Spaß, ich packe jetzt wieder ein. Guck mal, wie er guckt. So einer ist das. Nur ein Lappen. Ja, also, und tschüss. Ich würde sagen, das lassen wir einfach mal so stehen und wir sehen uns im nächsten Video. Im nächsten Video.